Und mit der rechten Maustaste kann man auch werfen. Hier sieht man schon die Gefahr. Wenn man nämlich nicht trifft oder der Zombie gerade aufsteht, steht man erstmal ohne Waffe da. Dann ist es gut, wenn man doch noch den Knüppel auf der Hand hat. Herzlich willkommen zum zweiten Teil des Tutorials 7 Days to Die Alpha 20 für Anfänger. So, wir haben ja die ersten 10 Stunden so ungefähr überlebt. Und wir haben die Hauptaufgaben, die Tutorialaufgaben soweit erstmal gelöst und haben die ersten Punkte vergeben. Und zwar die Fähigkeitenpunkte, die Erfahrungspunkte, die sammle ich ja in der Leiste oberhalb meines Werkzeuggürtels. Ja, jetzt haben wir die Aufgabe Reise zur Siedlung, finde Händler. Das machen wir jetzt aber noch nicht, denn wir bereiten uns auf die erste Nacht vor. Ich habe jetzt meinen Schlafsack ja hier noch draußen liegen, da wo ich meine Aufgaben erstmal abgeschlossen habe. Oh, ein Stein, nehmen wir mit. Man kann jetzt, oder das ist das Nächste, was man macht, man sucht sich irgendeine Behausung für die Nacht und hier steht ja auch schon ein Haus. Übrigens, wenn ihr die Alpha 20 spielt, erscheint ihr oder spawnt ihr immer im Grünen. Es gibt ja auch noch andere Biome. Man sieht hinten hier schneebedeckte Gipfel. Es gibt Wüsten. Es gibt ein sogenanntes Wasteland, also ein Land, wo also sehr viel Zombies sind, wo auch sehr viel Ressourcen sind, aber wo es auch ganz andere Gefahren gibt. Da gibt es gefährlichere Zombies, da gibt es gefährliche Tiere. Also es ist schon ganz gut, dass man als Anfänger erstmal... Oh, zwei Eier, nett. Da waren wir schon. Haben wir das auch schon? Das haben wir auch schon. Es ist immer ganz nett, dass man als Anfänger erstmal in einem harmlosen Biom auftaucht. So, was ich noch zeigen wollte. Was war das denn für ein Geräusch? Alles, was hier rumliegt, da hatte ich ja schon mal drüber gesprochen, sollte man durchsuchen. Hier haben wir sogar was, nochmal was zu trinken. Oh, Eisen, das ist ganz nett. Da war ich schon dran. Und den Rucksack. Wow. Und hier haben wir, ich muss sagen, extrem Glück. Denn im Rucksack war ein Kochtopf. Und ein Kochtopf... Oh, Besuch, Besuch. Ah, dann kann ich ja gleich schon mal das zeigen, was ich noch zeigen wollte. Nämlich außer dem Knüppel und dem einfachen Bogen gibt es noch eine andere Waffe, die man sehr schnell herstellen kann, nur mit Holz, Stein und Pflanzenfaser. Und das ist der Steinspeer. Mache ich mal gerade. Mal gucken, ob ich das noch schaffe, bevor ich weglaufen muss. Da haben wir ihn. So, der Steinspeer hat den Vorteil, er ist relativ fix. Oh, sogar zwei Zombies. Also, man kann die Zombies damit so ein bisschen auf Distanz halten, wenn es sich um einzelne Zombies handelt. Dazu drückt man einfach nur die linke Maustaste und man piept. Natürlich immer auf den Kopf, das ist immer ganz wichtig. Und mit der rechten Maustaste kann man auch werfen. Hier sieht man schon die Gefahr, wenn man nämlich nicht trifft oder der Zombie gerade aufsteht, steht man erstmal ohne Waffe da. Dann ist es gut, wenn man doch noch den Knüppel auf der Hand hat. Der Junge ist kopflos, ganz kopflos. So. Aber ansonsten, man kann ganz vorsichtig da mit umgehen und einzelne Zombies ganz gut auf Distanz halten. Das klappt besser als mit dem Knüppel, vor allen Dingen, weil man als Anfänger auch so ein bisschen besser die Distanz abschätzen kann, die man einhalten muss oder die man einzuhalten braucht, damit man den Zombie trifft, aber umgekehrt er uns nicht. Okay, also eine neue Waffe. Ja, looten habe ich ja schon gesagt. Looten, looten, looten. Das ist immer... Oh, hier haben wir noch ein bisschen Müll. Und auch hier haben wir wieder gute Sachen.
Ich habe schon zwei leere Dosen. Leere Dosen braucht man im Spiel eigentlich so nicht mehr. Da würde ich empfehlen, die sofort zu zerlegen. Und dann gibt es Eisen dafür. Und Eisen ist ein Grundstoff, genau wie Holz, wie Steine. Das heißt, das könnt ihr immer brauchen. Und vor allen Dingen, wenn ihr es zerlegt, braucht ihr nur einen Speicher hier oder einen Slot, ein Fach in eurem Inventar, dass ihr möglichst nicht in den Bereich kommt. Hier sieht man es so schlecht, ja auch. Hier sieht man es besser, dass ihr nicht in den Bereich kommt, wo ihr Fächer belegen müsst, die mit diesem kleinen Männchen, das schwere Last trägt, beladen ist und dass ihr damit überladen seid und Stamina verliert. Okay. Haben wir noch Gammelfleisch. Ich nehme erstmal alles mit, solange ich es tragen kann. Also offiziell tragen kann. Eine weitere Sache, die speziell in der Alpha 20, in der aktuellen Version, wichtig ist. Wir spielen übrigens hier die erste Version der stabilen Alpha 20, die jetzt ganz frisch rausgekommen ist letzte Woche. Wichtig ist, wenn ihr so einen Baumstamm seht, haut ihn auf jeden Fall klein. Nicht, dass ihr da nur etwas Holz bekommt, sondern ihr habt eine gewisse Chance, dass es Honig gibt. Hier habe ich leider kein Glück und die Wahrscheinlichkeit, dass aus diesen Baumstümpfen Honig kommt, ist auch in der Alpha 20 geringer geworden als früher. Aber Honig braucht ihr ganz dringend, denn wenn euch ein Zombie mal erwischt, hat er eine gute Chance, euch zu infizieren. Und diese Infektion kann man im frühen Stadium am besten heilen oder meistens sogar nur heilen, wenn man Honig hat. Honig wirkt also als natürliches Antibiotikum, allerdings nur in frühen Stadien, also frühe Stadien dieser Infektion, die steigert sich nach und nach. Und daher ist es wichtig, möglichst früh Honig zu nehmen, dann braucht man sich um die Infektion nicht mehr zu kümmern. Wenn sie über 5% geht, kommt man mit Honig nicht mehr aus, dann braucht man schon wirklich Antibiotika. Die gibt es natürlich im Spiel auch, aber da muss man auch wieder sehr, sehr viel Glück haben, um Antibiotika zu finden. So, ich brauche irgendetwas, wo ich mich die Nacht über verkriechen kann und wo ich meinen Schlafsack hinlegen kann. Der liegt jetzt noch hier. Das finde ich für die Nacht unpassend. Das heißt, wir gucken uns mal hier diese Häuser an. Meistens spawnt man nicht nur im Grünen, sondern auch in der Nähe eines kleinen Hauses. Was nicht heißt, dass diese Häuser zombiefrei sind. Also in so einem kleinen Haus hier ist die Wahrscheinlichkeit, dass wir mehrere Zombies haben, sehr gering, aber ein Zombie wird sich hier oben vielleicht verstecken. Keine Ahnung, wir werden es sehen. In der Zwischenzeit gucke ich mich hier mal ein bisschen um. Ihr könnt, wie gesagt, alles kaputt machen, was hier rumliegt. Und falls ihr mal im Boden oder an der Wand solche Stellen findet, wo sich so die Textur so ein bisschen abschält, wo man durchgucken kann. Hier leuchtete sogar was auf, da ist eine Handtasche drin. Einmal draufhauen, geht es meistens schnell kaputt und dann habt ihr ein Versteck gefunden. Mal gucken, was in der Handtasche ist. Hühnersuppe und etwas altes Geld. Okay. Trotzdem, wir wollen mal ein bisschen arbeiten hier, damit wir über die Nacht was Sicheres haben. Hier geht noch eine Treppe nach oben. Die gucke ich mir mal an. Ach so, ganz wichtig, gerade wenn ihr Häuser betretet. Ich mache das hier schon automatisch, schleicht. Das ist nämlich eine ganz wichtige Sache. Ihr habt einen Schleichen-Button. Wenn ihr den drückt, seht ihr schon, dann passiert unten links, wo normalerweise diese beiden blauen und roten Balken sind, die die Gesundheit und die Ausdauer anzeigen, dann taucht plötzlich noch ein grüner Balken auf und je nachdem, wenn ich geschlichen bin, dann zeigt der an, wie gut ich für Zombies sichtbar bin. Wenn ich hier in den Schatten gehe, da war ich eben sogar auf 27. Wenn ich in die Sonne gehe, bin ich wieder 35, 43, 35.
Außerdem bezieht der auch, wenn ihr euch bewegt, die Geräusche mit ein, die ihr macht. Es gibt auch noch eine Taste, die ist sehr, sehr praktisch, gerade wenn man solche Häuser betritt. Da hört man so schnarchende Geräusche. Das deutet auf einen schlafenden Zombie hin. So, die Taste, es gibt eine Feststelltaste für den Schleichenmodus. Das ist im Standard, glaube ich, die rechte Steuerungstaste. Und dann schleicht ihr, ohne dass ihr ständig diese Schleichentaste drücken müsst. Das ist eine sehr praktische Sache. Unter anderem ist das Schleichen auch praktisch, denn wenn ich jetzt hier was kaputt haue, mache ich das leiser. Ich stehe mal auf. Da mache ich mich laut und mache sofort die Zombies auf mich aufmerksam, wenn ich... Oh, hallo! Ah, dann nehme ich lieber den Speer zur Sicherheit. Man sieht schon... Oh, sie ist runtergefallen. Ob sie sich viel getan hat? Jetzt macht sie unser Haus kaputt hier. So eine Frechheit. Madam, eine Krankenschwester haben wir hier. Natürlich eine zombifizierte. So, Problem gelöst. Jetzt gucken wir uns oben mal um und überlegen uns mal, ob wir hier eventuell zumindest für die erste Nacht unterkommen können. Richtig toll sieht das hier nicht aus. Vor allen Dingen ein Problem haben wir noch, wenn wir hier nachts keinen Besuch haben wollen, müssen wir hier uns um diese Treppe kümmern. Wie gesagt, Seven Days to Die ist ein Spiel, wo man alles kaputt machen kann. Natürlich auch Treppen. Und man kann auch übrigens etwas reparieren, wenn man hier solche verbrannten Stümpfe sieht und ich drücke die rechte Maustaste mit der Steinaxt, kann ich da Dinge reparieren. Praktisch. Das klappt hier mit Sicherheit auch. Perfekt. Hier leider nicht. Das ist ein, ja, wahrscheinlich dauerhaft zerbrochener. Den haue ich lieber weg. Und um hier eine halbwegs vernünftige Plattform zu haben, benutze ich einfach meine Rahmen. Und diese Rahmen, die haben es in sich. Die haben nämlich den Vorteil, aber da komme ich gleich zu, ich setze hier mal gerade schnell was hin, damit ich hier einen halbwegs vernünftigen Bogen habe. Ich muss meine Axt wieder reparieren. Einmal auf die Axt, einmal auf reparieren, kostet mich einen Stein. Und na, dann ist es wieder weg. Na, hier schon wieder sowas. Die hacke ich mal gerade weg. Ich will ja einen geraden Boden haben. Zumindest, dass ich dann gleich meinen Schlafsack dahinlegen kann. Knock, knock, knock. Das dauert hier so lange. Ist das harter? Das scheint etwas härteres zu sein. Okay. So, dann setze ich hier wieder die Blöcke hin. Nicht runter, sondern gerade. Mit der R-Taste, mit der Aufnehmen-Taste kann man auch die Blöcke jederzeit wieder hochnehmen. Und was ich jetzt eben erzählen wollte, ist dieses komische weiße Symbol, was links oberhalb der Würfel erscheint. Das erscheint bei mehreren Items, bei mehreren Gegenständen. Wenn ich lange auf die R-Taste drücke, bekomme ich dieses Menü. Da geht es einmal darum, wie ich einen Block, den ich positionieren will, rotieren kann. Ich habe aber auch das sogenannte Shape-Menü. Wenn ich da mit dem Mauspfeil drüber gehe und die R-Taste loslasse, dann habe ich hier eine Auswahl von, ich glaube mittlerweile, ungefähr 1300. Also es ist riesig hier, was man machen kann. Wir brauchen aber erstmal nur das erste. Und ich möchte jetzt aus dem festen Würfel einen Würfelrahmen machen. Dann suche ich den einfach hier aus, gehe wieder aus dem Menü raus und kann jetzt hier zum Beispiel statt fester Blöcke Würfelrahmen nehmen. Oh, hier kann ich wieder nichts setzen. Ist aber nicht so schlimm. Und ich habe keine Rahmen gleich mehr. Der Vorteil dieser Rahmen ist, ich kann ganz normal wie über die festen Blöcke da drüber laufen. Ich falle also nicht durch, aber ich kann durchgucken, ob nachts hier ein Zombie reinkommt. Und noch wichtiger,
ich kann auch durchschießen. Also wenn hier unten ein Zombie steht, batsch, da seht ihr, der Pfeil fliegt wunderbar durch. Das ist natürlich das, was wir wollen. So, die nächste Sicherung. Also erstmal hole ich mir meinen Zombie. Was machst du hier? Geh weg, geh weg, geh weg. Verrate meinen Platz hier nicht. So. Wenn ihr die Möglichkeit habt... Oh, da sind zwei. Nicht genug Ausdauer ist nicht gut. Wenn ihr die Möglichkeit habt, Zombies Platz zu machen, tut es. Alleine schon wegen der Erfahrungspunkte. Ihr seht, also langsam wächst mein lila Balken und sorgt dafür, dass ich Erfahrungspunkte sammle. Zang. So, diesmal hat das Werfen auch geklappt. Jeder Zombie zählt. So, ich nehme meinen Schlafsack auf. Der markiert hier ja meinen Spawnpunkt, das heißt also der Punkt, wo ich wieder erscheine oder aufwache, wenn ich mal sterbe. Und hier mitten auf Wiese möchte ich das nicht machen, sondern dann stelle ich mir dann doch lieber vor, hier sicher auf einem Dachboden. So sicher ist der noch nicht, aber da arbeiten wir dran. So, Schlafsack, den kann man mit der linken Maustaste rotieren, wie man ihn legen will. Vielleicht hier hin. Ach so, und die Farbe gefällt mir nicht. Ihr seht, bei dem Schlafsack gibt es auch wieder dieses Shape-Menü. Also wieder lange auf die R-Taste drücken, auf die Reload-Taste. Und dann könnt ihr hier Schlafsäcke in verschiedenen Farben aussuchen. Ich nehme mal blau. Blau ist meine Lieblingsfarbe. Zack. Und schon habe ich einen blauen. Ich rotiere nochmal und lege mit der rechten Maustaste ab. Jetzt ist mein neuer Punkt, wo ich wieder erstehe, markiert. Und ihr seht auf meinem Kompass oben, wenn ich mich hier drehe, dann dreht sich oben der Kompass ja mit. Und da taucht ein Bett auf und das zeigt mir meinen Heimatort, meinen Spawnpunkt an. So, da haben wir ja noch medizinische Vorräte. Recog. Das ist schon was richtig Nettes. Das sorgt dafür, dass ich deutlich besser, wenn ich mit dem Bogen schieße oder später mit Feuerwaffen, mache ich deutlich mehr Schaden. Allerdings, das hält nur 5 Minuten und verbraucht enorm Wasser. Ich sehe gerade, ich muss auch dringend was trinken. Denn sonst gibt es gleich Ärger. So, als nächstes, ganz wichtig, für die erste Nacht. Seht zu, dass die Zombies nicht so schnell an euch rankommen. Also, sowas wie Treppen, weg damit. Wenigstens 2 Blöcke. Zombies können springen und auch 2 Blöcke sind nicht wirklich sicher. Denn Zombies können auch übereinander klettern. Also so wie, ähnlich wie in World War Z, können die kleine Türmchen aus sich selber bauen. Sie können einander auf die Schultern steigen und der obere kann dann trotzdem irgendwelche Distanzen überwinden und das machen sie auch. Übrigens auch schon in der Alpha 19. Nicht genug Ausdauer. Ja, wir müssen auch essen. Aber da auch da kommen wir gleich zu. So, einen noch. Dann sollten wir halbwegs sicher sein. Ja, das ist gerade am Anfang wirklich ein Problem, die Ausdauer. In der Zwischenzeit repariere ich mal gerade meine Axt, dann habe ich auch wieder genug Ausdauer. Und da ist die dritte Treppe weg. Jetzt muss ich mir ungefähr merken, wo die Treppe anfängt und kann mir meine Rahmen nehmen. Jetzt ist es egal, ob ich einen Rahmen oder einen festen habe. Ich kann ja auf beides springen. Ich habe ja schon gezeigt, hochspringen und gleichzeitig einen Block setzen. Alte Minecraft-Hasen werden diese Technik kennen. Die spielt auch hier in 7 Days to Die eine ganz große Rolle. Jetzt nehme ich den Rahmen wieder auf und hoffe, dass ich hier halbwegs sicher bin. So, ich habe übrigens nur noch 2. Ich mache mir mal ein paar mehr. Also von diesen Rahmen alleine schon, weil ihr
sie auch als Leiter brauchen könnt. Ihr könnt sie als schnellen Block gegen größere Horden von Zombies benutzen. Diese Rahmen können euch wirklich das Leben retten im Spiel. Also machen wir gleich 30. Seien wir mal nicht so geizig. Da kann man gar nicht genug von haben. Blop, blop. Und sie sind billig und sie sind sehr schnell hergestellt. So. Wir sind sicher und wir haben hier unser erstes Domizil. Und ich hoffe, dass wir hier auch die Nacht zu überleben können. Wir richten uns hier noch ein bisschen ein. Ich mache mir noch mal ein Lagerfeuer. Blub. Dann, weil ich hier auch schon viel auf der Tasche habe, was ich nicht alles mitschleppen möchte, mache ich mir eine gesicherte Aufbewahrungstruhe. Die wird hergestellt. Ist übrigens recht günstig, also 10 Holz. Wie viel haben wir noch auf der Tasche? 198. Also das kann ich mir noch leisten, auch am Anfang. Und wir haben hier viel Platz. Und da kann ich Sachen reinpacken, die ich nicht unmittelbar zum Überleben brauche. Nitrat. Vergammeltes Fleisch. Das braucht man später, wenn man in den Ackerbau einsteigen will. Oh, wir haben hier sogar 5 Heidelbeeren. Da könnte man also auch schon für den Ackerbau das aufheben. Denn aus 5 Heidelbeeren könnte man einen Heidelbeersamen machen. Man kann sie aber auch essen. Allerdings Heidelbeeren zu essen, Nahrung 1, Gesundheit 0, Ausdauerbonus nicht. Also man kann sie essen, aber ein Nahrung, das bringt nicht viel. Das bringt wirklich nicht viel. Also dann esse ich lieber hier eine Dosensuppe, die bringt 5 Gesundheit, 10 Nahrung und nochmal 10 Wasser. Kann ich eigentlich gleich jetzt machen. Ach ja, und nicht zu vergessen, eine leere Dose, die kann ich gleich zerlegen. Da habe ich wieder ein bisschen mehr Eisen. So, was auch weg kann, hallo, mach wieder auf, ist der Messing-Türgriff. Brauchen wir nicht. Recock werde ich auch erstmal weglegen. Das leere Glas behalte ich mal auf der Tasche, denn ich muss ja sowieso auch trinken. Muss das sammeln. Den roten Tee, nicht schlecht. Den tue ich gleich mal hier unten hin, falls ich wieder Durst bekomme. Und hier haben wir Mais-Samen schon gefunden. Packe ich auch rein. Altes Geld. Ja, das hebe ich mal, lasse ich mal auf der Tasche. Aus folgendem Grunde. Wir müssen ja noch zum Händler. So, die 6 Knochen brauche ich erstmal nicht. Können wir auch hier hinpacken. Hier haben wir schon einen gefütterten Brustpanzer. Also, das ist Stoffrüstung. Das ist die niedrigste Art, die es gibt. Nichtsdestotrotz, wir haben ja noch gar nichts. Und da sind die Brustpanzer eigentlich eine schöne Sache. 21.15 Uhr. Mir fällt gerade noch was Wichtiges ein. Wo ich diesen Brustpanzer sehe. Ganz zu Anfang, wenn ihr irgendwo weiße Pflanzen seht, nicht die, ein bisschen weißer. Jetzt ist es leider schon etwas dunkel. Da, sowas hier. Das ist eine Baumwollpflanze. Die nehmt gleich mit. Könnt ihr auch einfach wieder mit der Faust drauf kloppen. So, die sind nämlich auch durchaus wichtig, gerade am Anfang. Denn daraus könnt ihr Stoff machen. So, 8 Pflanzen. Rezepte, das ist vor allem auch mittlerweile so, dass man tatsächlich aus 8 Pflanzen auch 8 Stofffetzen machen kann. Die fertige ich mal. Und diese Stofffetzen, die brauche ich nämlich, um meine gefundene Stoffrüstung zu reparieren. Und nicht nur das. Wenn ich verletzt werde, kann es durchaus sein, dass ich blute. Und bluten, oh, irgendwie ein bisschen schräg springen, aber das können wir ja. Und Bluten ist durchaus gefährlich, weil der Bluten-Buff eine gewisse Zeit läuft, also mehrere Sekunden. Und wenn man noch nicht allzu viel Gesundheit hat, wie wir momentan, kann es auch sein, dass wir sehr schnell verbluten. Also sollte man im Gürtel immer
entweder jetzt hier noch den Erste-Hilfe-Verband vom Anfang haben oder sich mit Stofffetzen, da gehe ich mal auf Rezepte, also man kann hier alles anklicken, alle Items, alle Gegenstände und bekommt die passenden Rezepte dafür, hier für die Stofffetzen. Da kann ich mir also ein Kopftuch, also ein Gesichtstuch, eine Bandana bauen oder wichtiger, ein Verband. Dieser Verband heilt nicht, stoppt aber zuverlässig Blutungen. Das heißt also, wenn ihr einen guten nicht habt, jetzt fängt die Nacht an, man hört es an der Musik, es ist 22 Uhr. So, außerdem kann ich damit, ich mache mir mal einen Verband, mache ich mir auf alle Fälle. Dann kann ich das wertvollere, den wertvolleren Erste-Hilfe-Verband mir sparen. Und falls ich blute, kann ich ganz schnell erstmal diesen Verband anlegen. So. Als nächstes reparieren wir unseren Brustpanzer. Einmal auf Reparieren klicken. Dann ist er komplett voll. Und dann einfach tragen. So. Hier habe ich übrigens gleich Licht. Das ist ganz praktisch. Die Fackel muss ich nicht unbedingt in der Hand haben. Ich kann sie auch mit der rechten Maustaste einfach an der Wand peppen. Und so habe ich die Hände frei, wenn ich irgendwie hier arbeiten möchte. Dann gehe ich noch mal gerade ans Lagerfeuer. Ich muss ja auch dringend mal was essen. Wir haben mittlerweile 10 Fleisch und 3 Eier. Das ist sehr ordentlich. Und wo wir wirklich Glück haben, also rechnet nicht damit, dass ihr am ersten Tag einen Kochtopf findet. Das war jetzt unverschämtes Glück von mir. Meistens habt ihr sowas nicht. Dann könnt ihr bisher nur ganz wenig machen. Ihr habt zwar schon einen Punkt, wie ich in der letzten Folge ja gesagt habe, in Masterchef, also in Chefkoch gesteckt. Und damit könnt ihr hier schon mal ein bisschen mehr kochen, wie zum Beispiel Eier mit Speck. Da hoffe ich gleich drauf. Aber wenn ihr keinen Kochtopf habt, geht eigentlich hier nur verkohltes Wildbret. Das Problem ist, ein so ein Stück verkohltes Fleisch, da braucht ihr 5 Fleisch für. Das heißt, aus unseren 10 können wir nur 2 von diesen verkohlten Wildbrets machen. Das klappt eigentlich ganz gut. Ihr müsst hier nur ein bisschen Holz reinlegen. Dann seht ihr, ein Brett brennt 50 Sekunden. Dann klicke ich hier mal auf verkohltes Wildbrett. Das brennt, wenn ich eins machen will, 14 Sekunden. Ich koche das mal. Hier unten erscheint es dann. Der Timer zählt runter. Ich habe hier noch reichlich Brennstoff. Und in 4, 3, 2, 1, zack. Und schon ist das Fleisch verkohlt. Und ich kann mir den Brennstoff auch sparen, indem ich das Lagerfeuer einfach ausschalte. Sehr praktisch. Nicht ganz real, aber es funktioniert. So, verkohltes Wildbrett hilft beim Überleben, bringt ungefähr so viel wie die Dose, die wir vorhin gegessen haben. 10 Nahrung, 5 Gesundheit, allerdings entzieht uns Wasser. Und Wasser haben wir auch nicht viel. Ich esse es trotzdem mal. Was wir haben, haben wir. Hier haben wir auch ein trübes Wasser. Also es ist schmutziges Wasser. Ich empfehle es nicht direkt zu trinken, außer ich habe dementsprechende Vorkehrungen getroffen. Das kommt viel später. Es gibt da bestimmte Modifikationen, die man in die Rüstung einbauen kann. Dann kann man ohne Probleme trübes Wasser trinken. Wir kochen das Zeug besser ab. So, das kann man auch, wenn man hier oben hingeht. Hier haben wir die Nahrung, trinken und hier haben wir noch Chemikalien. So, diese 3 Auswahlmethoden, da kann man hier umschalten. Und hier sehe ich schon gekochtes Wasser. Gekochtes Wasser dauert 36 Sekunden. Für eins. Wenn ich jetzt viel kochen will, kann das richtig lange dauern. Aber wenn wir einen Kochtopf haben, sieht das schon ganz anders aus. Hier oben habe ich die Werkzeugleiste. Da gibt es einen Kochtopf, einen Grill und ein Becherglas. Das ist hier für die Chemikalien. Ich packe erstmal den Kochtopf rein. Und schon sind es nicht mehr 36 Sekunden, es sind nur noch 9 Sekunden, die das Wasser braucht. Das koche ich sofort mal ab. Ein schmutziges Wasser hatte ich ja.
Und dieses abgekochte Wasser kann ich sicher trinken. Klang. So, ausschalten. Ich muss ja nicht unbedingt mehr als nötig Holz verbrennen. Ich habe zwar genug, aber egal. So, und mit dem Kochtopf. Ganz wesentlich, deswegen ist der sehr, sehr begehrt. Ich kann jetzt gekochtes Ei, gekochtes Fleisch machen und ganz wichtig, Speck mit Eiern. Dazu brauche ich 5 Fleisch und 2 Eier habe ich noch. Ich koche es mir. Und es dauert nur 15 Sekunden. Das heißt, alles das haben wir mit einem Stück Holz gekocht. Das ist nicht übel. So. Und da haben wir es. Die restlichen 8 Sekunden schenken wir uns mal. Die darf er dann hier ausbrennen. Und jetzt gucken wir uns mal Eier mit Schinken an oder Speck mit Eiern. Nahrung 36. Das heißt, das wären 3,5 Dosen Essen, über 3,5 Dosen Essen oder 3,5 verkohltes Fleisch. Und 18 Gesundheit, das bringt natürlich auch nochmal was. Und wir haben auch noch einen zeitlich begrenzten Ausdauerbonus. Hier sieht man schon, wie der aussieht. Hier läuft der Bonus noch von dem Fleisch, glaube ich, oder von der Dose, die wir gegessen haben. Das heißt, wir bekommen, ich glaube, das sind 10 Minuten, kann das sein? Da bin ich mir jetzt gar nicht so sicher. Wir bekommen aber auch noch einen Bonus dazu. Das Wesentliche ist, dass Speck mit Eiern das erste Rezept ist, was richtig satt macht und auch länger vorhält. Okay, die Nacht bricht herein und ich nutze jetzt mal die Zeit. Ich bin hier die ganze Zeit übrigens schleichenderweise unterwegs. Das bedeutet, dass ich leise bin und ich hoffe, dass ich auch leise bleibe, dass mich hier die Zombies nicht finden. So, wie wir die Nacht verbringen, erzähle ich euch in der nächsten Folge. Bis dahin, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr fandet es hilfreich. Ich habe euch Tipps gegeben, die ihr hoffentlich auch gebrauchen könnt. Und da bleibt mir nur noch euch viel Spaß beim Spielen von 7 Days to Die zu wünschen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Macht's gut. Tschüss.